wieder euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung Alter Pfad. Worum es in diesem Video geht, schaut einfach mal selbst, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich habe da so ein paar Sachen aufgenommen, wäre ein bisschen viel, alles zu erzählen. Guckt einfach mal. So, wie ihr seht, ich bin hier in meinem Gewächshaus. Es ist ein Tag später, nachdem ich hier unsere Riesenschneckenhäsin in den Auslauf gepackt habe, hier im Gewächshaus. Wie gesagt, einen Tag, jetzt guckt euch den Auslauf mal an. Ja, also wird halt wohl nichts, die hier vernünftig zu halten. Schade eigentlich. Na gut, dann müssen wir gucken. Tja, so sieht das aus. Was ein Mist. Von innen wollte ich euch das sauber machen, von den Kaninchenstellen nicht zeigen. Da ist halt ein bisschen dunkel bei diesem komischen Wetter. Da nimmt die Kamera wahrscheinlich nicht so gut auf. Aber das ist ja nicht so, als wenn wir bei armen Leuten wären. Hier draußen können wir ja auch sauber machen. Da kommt aber auch ein Dreck zusammen. Oder da ich vorhabe, die Kaninchen ein bisschen anders zu setzen, deswegen hatte ich die Schneckenhäsin ja schon ins Gewächshaus getan, deswegen muss ich auch vernünftig sauber machen. Ne? Ich möchte ja nicht, dass das eine Kaninchen in dem Mist von dem anderen Kaninchen sitzt. Mieße ich den Stall jetzt hier erst aus, dann kann er, ich sag mal, so einen Tag ordentlich trocknen. Dann fege ich den aus, dann kommt ein bisschen Desinfektionsmittel rein oder ich brenne den aus. Ich muss mal gucken, kommt immer drauf an. Und dann wird er eingestreut und dann bauen wir ein bisschen um. Also ich habe ja schon mal gesagt, die erste Sachsengoldhäsin hatte pünktlich Anfang Dezember geworfen. Leider, ja, es war eine Erstlingshäsin, die hatte kein vernünftiges Nest gebaut. Und als ich hier morgens ankam, waren die Jungen schon verstreut im Stall und tot bei dem Wetter. Obwohl die Wiener ja 3 Wochen zusammengesessen haben, hat die Wienerhäsin gar nicht geworfen. Was mich doch sehr wundert, muss ich ja sagen. Ja, das ist halt, wenn man bei Züchtern holt, die man nicht kennt, ja, da wird man halt bestraft. Ich will ja überhaupt nicht abstreiten, dass eine Häsin mal nicht werfen kann. Das einzige Problem hatte ich ja dieses Jahr zuhauf. Aber ich glaube mittlerweile nicht, dass die blaue Wienerhäsin, die ich mir gekauft habe, wirklich schon mal einen Wurf gehabt hat. Naja, ich probiere das jetzt nochmal. Und wenn das nicht funktioniert, dann Kochtopf, ne? So, dann wäre der Stall ja erstmal fertig. Jetzt muss ich den Krempel nur noch mal wegbringen. Netter mit untermischen. Nicht zu viel, weil das hier sind Walnussblätter. Und bekanntlich unter Walnussbäumen, auch wegen der Blätter, da wächst ja nicht so viel. Aber so ein bisschen weg müssen sie ja. So, dann bringen wir den Mist mal weg. Ne? Und was wir auch im Winter nicht vergessen dürfen, Kaninchenstelle sauber machen. Nützt ja nichts, ne? So, wie ihr seht, heute muss ich die Oxalsäurebehandlung machen. Das ist also für dieses Jahr die letzte Behandlung gegen die Varroa-Milbe. Und die nächste Behandlung würde erst wieder kommen bei den normalen Wirtschaftsvölkern, nachdem wir den letzten Honig geschleudert haben. Dann kann man davon ausgehen, dass die Oxalsäure zum Beispiel oder im Sommer die Ameisensäure nicht im Honig ist. Ja, ich habe die Oxalsäure angewärmt. Da drin ist die Oxalsäure mit einer Wärmflasche, damit das Ganze noch ein bisschen wärmer bleibt.
Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal das erste Volk auf. Und ich beeile mich, ich behandle mal. Wir haben so minus 3 Grad. Die Bienen dürften in der Traube sitzen. Das müsste eigentlich richtig gut sein. Zur Vorsicht setze ich trotzdem mal wenigstens einen Schirm auf. Man weiß ja nie, wie die Mädels gerade so sind. Und ich möchte alles, ich habe nur keinen Bock, im Gesicht gestochen zu werden. So. Ist halt alles sehr schwergängig, weil es wirklich saukalt ist. Das hier ist das Volk, was auf dem 1,5 Maß sitzt. Also ich habe da jetzt auch schon länger nicht mehr reingeguckt. Starke Völker, wir kriegen 50 Milliliter Oxalsäure, so ungefähr 5 Milliliter in jede Wabengasse. Mittlere Völker kriegen 40 Milliliter und schwache Völker kriegen 30 Milliliter Oxalsäure. Ich packe mir hier trotzdem 50 Milliliter rein. Ich weiß ja nicht, wie das Volk da gleich von innen aussieht. Und ich muss ja nicht alles verspritzen. Ja, ich würde sagen, die sitzen auf 2, 3, 4 Gassen. Da dürften 30 Milliliter reichen. So, das dürfte reichen. Dann machen wir das Volk. Auch direkt wieder zu. Und gehen zum nächsten Volk. So, auch hier gehe ich hin und ziehe mir die Spritze wieder voll. So, auch die kann ich dann wieder zumachen. Hier wird jetzt wirklich alles gefroren. Naja, aber was willst du machen, ne? Das hier ist der Zweizager, der erste, den ich behandeln muss. Ich habe also gelesen, man soll erst in die untere Zage rein. Aber mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, das ist wirklich ein starkes Volk. Es nützt nichts. Ich muss auch da oben noch mal dran. Und da oben sind auch noch eine Menge. Ich zeige euch das mal. Schaut mal, wie viel da oben noch drin sind. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr starkes Volk. Ja, wie ihr gesehen habt, das geht eigentlich relativ schnell. So, fertig. Nur 30 Milliliter.
Montag habe ich die Scheckenhäsin umgesetzt. Dienstag habe ich euch gezeigt, dass sie so ein kleines Loch gebuddelt hat. Und wir haben heute Donnerstag, das heißt 4 Tage, das Loch habe ich zwischendurch wieder zugemacht. Da unten ist das Loch. Als ich heute Morgen gekommen bin, habe ich gesehen, dass die Häsin in diesem Loch ganz verschwindet. Ich habe erst gedacht, die wäre schon abgehauen. So. Das Problem dabei ist, ich weiß ja nicht, wie weit die das Loch gräbt. Ich habe weder Lust, dass das hier einbricht und die in dem Loch stecken bleibt, noch möchte ich, dass hier unten quasi das Steinfundament, was unten ungefähr 30 cm im Boden geht, umkippt. Also habe ich die Dame wieder genommen. Was bleibt mir anderes übrig? Und habe sie dahin wieder zurückgesetzt in den Stall. Man sieht noch, wie dreckig die überall ist. Irgendwie finde ich das ja lustig. Aber nichtsdestotrotz, eine Häsin, die sich nicht decken lässt, das habe ich jetzt mehrmals auch mit dem blauen Wiener Rammler probiert, die nicht tragen wird, die den Stall hier besetzt. Naja, in der nächsten Woche, ich habe ja gesagt, die kann ich nicht alleine schlachten, das muss mein Nachbar machen. In der nächsten Woche habe ich einen Termin bei meinem Nachbarn. Und dann geht die Scheckenhäsin und die Scheckenhäsin, die sich auch nicht decken lässt, den Gang des Gerechten. Ich habe auch schon jemanden, der die große Scheckenhäsin nimmt zu Weihnachten. Das ist echt schade, aber was will ich machen? Hier ist unser Prügelheini. Boah, der hat so eine riesen Macke gehabt. Man sieht noch unten am Hals, hat man das gerade gesehen. Da möchte ich gerne noch die Gewinner von meiner Verlosung bekannt geben. Ging ja um den 500. Abonnenten, wenn ihr euch erinnert. Ja, den Honig hat Tom der Sachse gewonnen. Tom der Sachse, bitte melde dich bei mir unten in den Kommentaren mit deiner E-Mail-Adresse. Ich antworte dann da schnell drauf. Und wie gesagt, ich lösche dann deine E-Mail-Adresse sofort aus den Kommentaren. Und dann kannst du mir über deine E-Mail-Adresse die Anschrift von dir geben. Und dann kann ich dir den Honig zuschicken. Und das Buch Kaninchenzucht hat gewonnen Mandy R. Also Mandy, eine Leerstelle und ein großes R, Punkt. Auch das werde ich unten einblenden. Nochmal, auch du Mandy, tu mir den Gefallen. Schreib in den Kommentaren deine E-Mail-Adresse. Und dann werde ich dich anschreiben. Auch bei dir werde ich natürlich das Kommentar sofort löschen. Und dann kriege ich deine Anschrift. Und dann schicke ich dir das Buch zu. Ich wünsche euch beiden viel Spaß damit. Und dann würde ich jetzt zum Schluss sagen, wünsche ich euch schöne Weihnachtsfeiertage. Bleibt gesund. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, nochmal recht herzlichen Dank an alle meine Abonnenten, dass ihr mir so die Treue haltet. Und ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Und am Ende kann ich wieder nur sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von diesem Kanal sehen wollt, Daumen hoch, Abo dalassen, Glocke drücken. Tschüss, sagt euer Dietmar vom Kanal Selbstversorgung, Alter Vater.